Hallo, ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal Löwenherz. Ich möchte heute für euch wieder ein kleines Orakel machen und habe mir diesmal Folgendes überlegt. Ich muss das Mikro mal ein bisschen weiter zu mir stellen, damit ihr euch hört. So. Aufgrund eines Zuschauers, der mal einen Wunsch hatte, und zwar nicht nur auf den vergangenen Herzensmenschen zu legen, sondern mal schauen, was zukünftig vielleicht Neues auf einen zukommt, habe ich mir überlegt, mal eine Drei-Stapel-Legung zu machen. Das heißt, ich habe hier drei Stapel und ihr könnt euch da jeweils einen oder auch mehrere aussuchen, wo ihr euch einfach intuitiv am meisten zu hingezogen fühlt. Könnt ihr die auch verschieden belegen, also ihr könnt die Stapel mit verschiedenen Menschen belegen, mit verschiedenen Themenbereichen, oder ihr könnt euch auch nur für einen Stapel entscheiden. Genau, einmal habe ich den Stapel Nummer 1, das ist der Stapel mit dem Rosenquarz. Der Rosenquarz steht für die Liebe und fürs Herzchakra. Dann habe ich den Stapel 2, da habe ich meine kleine Chakrenpyramide hingestellt. Und zuletzt den Stapel 3, da habe ich die Bergkristallblume. Bergkristall ist dem Sternzeichen Löwen zugeordnet und steht für die Klarheit. Ja, so, dann schaut euch die Stapel an. Ich lasse euch da ein bisschen Zeit für. Währenddessen werde ich die Klangschale mal betätigen. Dann könnt ihr euch überlegen, welcher Stapel euch anzieht oder welche Stapel euch anziehen. Los geht's. So, ich hoffe, ihr habt euch für ein oder mehrere Stapel entschieden, ihr habt die belegt. Dann starten wir jetzt mit dem ersten Stapel, mit dem Rosenquarz. Ich werde die anderen Stapel mal ein Stück nach hinten nehmen. Und dann beginnen wir hiermit. Also ich habe jeweils zwei Lenormand-Karten von meinem englischen Deck genommen, zwei von Jerome Marchetti. Dann habe ich das erste Mal jetzt eine Tarotkarte dazu genommen als Klärung und Amos Botschaften. Die lasse ich als Überraschung, die decken wir zuletzt auf. Wollen wir mal schauen. Einmal der Park, die Wolken. Dann haben wir die Würfel, den Stern, und dann haben wir die Münzkarte, die Tarotkarte. Das sind die 8 Münzen. So, was auch immer du dich gefragt hast, vielleicht war es in der Vergangenheit so, vielleicht ist es in der Gegenwart jetzt bei euch gerade so, dass ihr Schwierigkeiten habt, euch zu öffnen, dass ihr euch viele Gedanken darüber macht, wie man in der Öffentlichkeit, wann man jemanden kennenlernt oder ob man überhaupt jemanden kennenlernt, und ihr seid zwar schon unterwegs und versucht euch zu öffnen, aber der Kopf steht euch hier im Wege, ihr macht euch da viel zu viel Gedanken drum. Münzt das bitte auch um auf euren Beruf, ihr könnt ja auch für einen Beruf fragen, was es da für Probleme gibt. Also ihr macht euch viel zu viel Gedanken um dieses Thema Öffnen, rausgehen, Öffentlichkeit, wann lerne ich jemanden kennen, wann kommt jemand auf mich zu und. Die Tarotkarte ist ganz interessant dazu. Das sind ja 8 der Münzen. Ich halte die mal hoch. Da seht ihr einen Menschen, der da sitzt und was hämmert. Also ganz offensichtlich, der arbeitet an was. Das heißt für mich, um diese Karten zu klären,
Also die Mützen stehen auch, sind dem der Erde zugerichtet. Erde steht für Beständigkeit, ausdauernd, was haben, also an was arbeiten, was auch Wert hat. Und das sagt mir jetzt, dass ihr eure Einstellung an diesem Thema euch zu öffnen, einfach mal, ihr müsst es anders machen. Ihr müsst daran arbeiten, eure Einstellung zu ändern. Und das wird sich dann durchaus für euch lohnen. Also das spricht auch für Beharrlichkeit, nicht aufgeben, weitermachen, nicht so ungeduldig sein. Also diesem Thema einfach nicht so viel Präsenz zu geben, sondern es einfach mal von einer anderen Sichtweise auszugehen. Ihr müsst daran arbeiten, an euch selber, euch zu öffnen, aber nicht unter Krampf. Das sagt diese Karte für mich aus. Ja, wenn ihr dieses so macht, also wenn ihr da beständig weiter dran bleibt an euren Themen, an euren Schattenthemen auch, dann wird sich das Blatt für euch wenden. Also das sind die Würfel, die hier neu fallen. Also ihr müsst euch neu ausrichten, ihr habt daraus gelernt. Ihr habt es erkannt, daraus gelernt, daran gearbeitet. Und wenn ihr das so macht, dann wird sich das Blatt auch für euch positiv wenden. Nämlich so positiv, da sind nämlich die Sterne. Den haben wir ja auch schon öfter gehabt. Die Sterne stehen für die Wunscherfüllung und für die Klarheit auch, aber auch für die Wunscherfüllung. Also Quintessenz, was auch immer ihr euch gefragt habt, in jeglichem Bereich heißt es, euren Blickwinkel zu ändern, an euren Themen, die ihr habt, zu arbeiten. Dann wird sich das Blatt wenden und dann kommt es auch zur Wunscherfüllung. Also ein bisschen Geduld ist hier auch angesagt. Genau, und jetzt nehmen wir als Überraschungskarte nochmal Armutsbotschaften und da haben wir das Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Prima, das ist doch sehr schön. Also wenn du im Bereich der Liebe gefragt hast, warum du niemanden kennenlernst, warum du zwar immer rausgehst und dies und das machst, ändere deinen Blickwinkel, arbeite an deinen Schattenthemen, dann wird sich das Blatt auch für dich wenden und dann kommt es auch zu einem Wunder, zu einer Wunscherfüllung. Sehr schön. Ja, das war der Stapel Nummer 1. Das ist doch schon mal nicht schlecht, also mach dir nicht so viel Gedanken und arbeite an dir selber. So, den packen wir mal weg. Dann haben wir, wenn du dich jetzt für den Stapel Nummer 2 mit der Chakrenpyramide entschieden hast, einmal den Bär. Einmal den Turm, die Brücke, die Mäuschen und die Tarotkarte 7 der Stäbe haben wir da. Ich muss mal eben schon, da habe ich mir nämlich. Ja, genau. Ja, das sind natürlich immer so Karten, die sind nicht so toll. Also der Turm steht für die Trennung von was Altem, was schon lange her ist, was immer noch an dir nagt. Und wir hatten die Brücke ja auch schon jetzt öfters gehabt. Aufeinander zukommen, die Zweifel, soll ich aufeinander zukommen? Im jeglichen Bereichen, ne? Das kann auch für den Beruf stehen, also der Bär kann auch für den Chef stehen. Dass es da zur Distanz gekommen ist und zu Zweifeln und dass ihr euch vielleicht nicht mehr so gut versteht, auch in beruflichen Bereichen. Aber für die Liebe steht das halt auch für den Ex-Partner und der Bär steht dafür, dass es auch schon sehr, sehr lange her ist, diese Trennung. Und dass da die Zweifel sind, dass es überhaupt nochmal zu einer neuen Verbindung da, kommen wird, dass da nochmal eine Brücke für euch ist, wo ihr euch aufeinander zu bewegen könnt. Und
Sieben der Stäbe steht dafür, dass da, das steht für Streit, dass da ein Streit vom Zaun gebrochen worden ist, der völlig unnötig war. Und auch, das steht auch für eine dritte Person, sieben der Stäbe, dass da dritte Personen involviert waren, dass es dazu wirklich blöden Streitigkeiten durch Neid und Eifersucht gekommen sind. Also die sieben der Stäbe ist eigentlich nicht so eine schöne Karte. Ja, steht halt für Streit und das passt ja auch hier, Trennung, die Zweifel und dieser Streit, der unnötigerweise vom Zaun gebrochen worden ist und dadurch es unmöglich ist, wieder eine Brücke zueinander zu finden. Ja, das ist so der gegenwärtige Zustand, was dir so durch den Kopf geht und was passiert ist. Jetzt wollen wir mal schauen. Amors Botschaften. Hier wollten zwei Karten raus. Die habe ich dann auch genommen. Die Antwort lautet ja, was immer du dich gefragt hast. Die Antwort lautet ja. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu nur noch lange Fragen stellen? Ja, also, was ich hier auch schon sagte, das ist ein Streit, der da entstanden ist, der zur Trennung geführt hat, der völlig unnötig war. Also dieser Mensch, oder für den du guckst, hat, also an den Gefühlen hat sich nichts verändert. Sollst du jetzt für einen neuen Menschen gucken, wird auch ein neuer auf dich zukommen. Die Antwort lautet ja. Ich weiß ja nicht, was du dich gefragt hast. Wenn Liebe die Antwort ist, wird diese ganzen Streitigkeiten, das wird nicht mehr ins Gewicht fallen. Ne? Also das ist, du machst dir da viel zu viel, schleppst da viel zu viel Altlasten mit dir rum. Das wird sich alles auflösen und dieser unnötige Streit, der da das wird für dich keine Rolle mehr spielen, ne? Weil es geht letztendlich ja um die Liebe und nicht um Worte, die im Zorn gefallen sind und die man vielleicht auch später dann bereut und wo man dann nicht mehr aufeinander zugehen kann. Also sei es für den alten Menschen, den du zurückhaben willst, oder für einen neuen. Oh Gott, das schiebt das mal ein bisschen höher. So. Wird sich das für dich gut auflösen. Sehr schön. So, dann packen wir Stapel 2 auch mal beiseite. Dann haben wir zuletzt den Stapel 3. Da ist gefallen der Brief und der Berg. Der Ring und die Blumen. Oh, Wahnsinn, geil. Ast der Kelche, ist das mal eine Hammerkarte. Ja, dazu sage ich gleich mehr zum Ast der Kelche. Also, auch in diesem Stapel ist es so, dass kein Kontakt besteht. Vielleicht wartest du auch, dass irgendjemand dich mal anschreibt, also keine Nachrichten, ne? Der Berg, die Nachrichten sind blockiert, für wen auch immer du guckst, es heißt Funkstelle und ja, das macht dich auch ein bisschen kirre, ne? Du hoffst hier auf Einladung, nebenan haben wir den Ring, der steht für eine Verbindung, aber der Ring steht auch für kreisende Gedanken, ne? Du denkst permanent daran, wann werde ich mal gedatet, wann habe ich ein neues Date, wann habe ich eine Einladung und. Und es ist nichts, ne? Also auch hier ist das, dass der Fokus hier viel zu sehr auf, dass man das so erzwingen will. Das war hier auch im ersten Stapel mit der Öffentlichkeit. Man will das so erzwingen, dass man jemanden kennenlernt, dass man jemanden trifft. Und das solltest du mal diesen Zwang rausnehmen, ne? Also diese kreisenden Gedanken, ne? Und Ass der Kelche ist super, den zeige ich nochmal. Ass der Kelche ist, die Kelche stehen für die Gefühle
Und ihr seht ja auch, das ist ein Mensch, also eine Hand, der reicht ihr ein Kelch. Und die Gefühle, die laufen praktisch über hier. Ups, so, da bin ich. Die Gefühle sprudeln aus dem Kelch. Also dieser Mensch, der auf dich zukommt, reicht dir seinen Kelch, also den Kelch der Liebe, den Kelch der Gefühle, die übersprudeln für dich. Also aus der Kelche ist wirklich die Wunscherfüllungskarte, wie auch der Stern bei den Lenormand-Karten ist im Tarot aus der Kelche das Wunder, die Wunscherfüllung per se. Ne? Und man kann hier auch tatsächlich dann so sagen, dieses Nichts, Kontakte, keine Nachrichten, keine Einladung wird ein Ende haben und es wird hier auch zur Wunscherfüllung kommen. Also das steht auch für tiefes Glück, ne? Also nicht so oberflächlich, sondern ganz, ganz große, tiefe Gefühle, was dir ein Mensch hier dir entgegenbringen wird. Sei es für einen neuen Menschen oder sei es für einen Menschen aus der Vergangenheit, was letztendlich ja auch... Du wartest ja auf einen Menschen, der auf dich zukommt. Wenn du dich dann da Hals über Kopf in diesen Menschen verliebst und er sich in dich, ist es ja auch egal, ob es was Vergangenes ist oder was Neues. Ja, das ist sehr schön. Jetzt schauen wir mal, was die Amos-Botschaften zu sagen. Da haben wir einmal Hingabe, lass los, alles wird gut. Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Ja, auch hier ist es so, dass man sich dieser Situation hingeben sollte, also sie loslassen sollte. Dieses zwanghafte, wann schreibt jemand oder wann treffe ich jemanden, lass das los, fokussiere dich nicht darauf und Bleib in deiner Mitte, deiner Gelassenheit. Mach das alles in Ruhe und dass du da ein gutes Gefühl bei hast. Genau, das ist hier die Quintessenz. Und mit dem Ast der Kelche ist das wirklich toll. Also es kommt hier jemand auf dich zu, sei es in welchen Bereichen du auch geschaut hast. Lass dir Zeit und gib dich den Dingen einfach hin. Lass es los. Denk nicht drüber nach. Und es wird was Schönes für dich dabei rauskommen. Genau. Ich lege das nochmal hier hin. Ich werde dies hier auch nochmal ausbreiten. Zum Stapel 2 wollte ich noch sagen, das habe ich jetzt hier vergessen. Das ist ja alles hier live. Und dann fallen im Nachhinein dann doch mal noch Dinge ein, die man noch dazu sagen wollte. Also die Stäbe, das ist auch ein Feuerzeichen. Ihr könnt es auch immer mit dem jeweiligen Sternzeichen belegen. Also die Stäbe stehen für Feuer. Feuerzeichen sind Löwe, Widder und Schütze. Steht für das Element Feuer und deswegen auch dieser Streit hier. Entschuldigung, dass ich nochmal switche zum zweiten Stapel. Aber dieser Streit, der hier von Zaum entstanden ist, gebrochen wurde, so genau, steht ja auch für Feuer, für Leidenschaft. Ne? Vielleicht hast du es mit einem Widderlöwen oder Schützen zu tun, der ein bisschen von den Emotionen überwältigt wurde und dass vielleicht was gesagt wurde, was nicht so gemeint ist. Genau, und jetzt würde ich den ersten Stapel auch nochmal, hier hatten wir ja die Münzen. Hatte ich ja gesagt, stehen für die Erde, also die Erdzeichen. Vielleicht hast du es da mit einem Erdzeichen zu tun, vielleicht bist du es auch selbst. Erdzeichen sind Stier, Jungfrau und Steinbock. Genau. Und ja. Und die Erdzeichen, die Wesensart der Erdzeichen sind, dass sie halt sehr, dass es langsam ist, beständig, bodenständig sind. Genau. Ja, und der dritte, das sind die Kelche, im dritten Stapel, das sind die Wasserzeichen, Krebs,
Wassermann, nein, Quatsch, Wassermann ist Luftzeichen, Krebs, Skorpion und Fische, genau. Vielleicht bist du eines dieser Zeichen oder dein Gegenüber, der auf dich zukommt, ist in diesem Zeichen, ist ja vielleicht auch ganz gut zu wissen, denn wenn dir dann ein Skorpion begegnet, ja, das ist ein Wasserzeichen. Und Wasser steht halt primär auch für die Gefühle. Ja, dann haben wir ja drei Elemente vertreten, in jedem Stapel eins. Genau. Okay, ich hoffe, das hat euch so gefallen mit dieser Stapellegung. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich das mal wieder machen soll, ja, wie ihr das findet und ob ihr euch da wiederfinden konntet in einem der Stapel. Ja, dann war es das mal wieder für heute mit dem Orakel und ich wünsche euch noch eine gute Zeit und ich melde mich dann bald wieder auf diesem Kanal. Tschüss, Löwenherz!